Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Jurassic World Evolution 2. Und letztes Mal sind wir hier in, ich glaube, Arizona angekommen und haben schon mal einen Baryonyx aus der freien Wildnis eingefangen und hier in ein Gehege gesteckt und eine kleine Herde von Triceratopsen. Den haben wir hier auch ein schönes, gemütliches Gehege gebaut. Da sind gerade wieder die Ranger am Abchecken, ob denen noch alles in Ordnung ist. Und wir sollen jetzt eine Beobachtungsanlage bauen. Eine Plattform, von der aus Agenten Saurier aus nächster Nähe sehen können. Saurier ziehen nur dann neue Agenten an, wenn sie vor kurzem sichtbar waren. Dann für eine Sicht aus nächster Nähe direkt an Gehegezäune angeschlossen werden. Was sind denn... denn dieser rote Streifen ist irgendwie zum... Der ist mit dem Generator irgendwie verbunden. Triceratops von einer Beobachtungsgalerie sichtbar. Das kriegen wir hin. So ist, glaube ich, besser. Genau, das deckt mehr Gehege ab, so rum. Uff. Ich finde es ein bisschen uncool, dass das jetzt hier das Terrain so ein bisschen angehoben hat, aber na gut. Und das braucht noch einen Weg. So, dann machen wir hier rum. Und dann hier gerade nach oben. Und hier rüber. So. Jetzt müsste das eigentlich passen, hoffe ich. Wenn das noch Strom von da drüben kriegt. Ja, sieht gut aus. Da so viele Tiere frei herumlaufen, müssen wir so viele wie möglich einfangen. Wir können unsere Bemühungen von einem Expeditionszentrum aus koordinieren. Lass uns eins bauen und dann sehen wir weiter. Sind so süß. Okay, Unterstützungsanlage Expeditionszentrum. Ermöglicht es Wissenschaftler auf Lebendfang-Expeditionen zu schicken. Aha. Mal kurz testen. Ja genau, jetzt ist der außer Reichweite von dem Generator. Das ist wahrscheinlich gerade noch so Reichweite von dem Generator. Und das ist vermutlich gute Reichweite vom Generator. Nehme ich jetzt einfach mal so an. Ich weiß es nicht. Ich kann hier nur Vermutungen anstellen. So, jetzt versuche ich das hier mal einigermaßen symmetrisch hier nebendran zu packen. Hier. Und dann kriegst du noch einen Zaun. Plopp. Sehr gut. Aber können wir dann überhaupt noch Fossilien? Ja, müssen wir eigentlich auch sammeln können. Weil es wird ja nicht alles frei rumlaufen irgendwo. Aber dann können wir zusätzlich noch Leute zum Einfangen schicken. Wir können es natürlich auch wahrscheinlich weiterhin selber machen. Wenn wir denn Lust und Zeit dazu haben. Expeditionszentrum, jawohl. Ich kann die Saurier verfolgen, aber zu ein bisschen Hilfe sage ich nicht nein. Claire genau. Meinte, es gäbe da ein paar Kandidaten. Wissenschaftler. Hoffentlich ist da einer, der so hart im Nehmen ist wie ich. Wissenschaftler sind wichtige Angestellte, die Spezialaufgaben übernehmen. Durchsuche die Rekrutierungsseite, um zu sehen, welche Wissenschaftler angestellt werden können. Und Wissenschaftler haben drei Arten von Fähigkeiten: Logistik, Genetik und Wohlbefinden. Jede Aufgabe hat eine Reihe von Fähigkeitsvoraussetzungen, welche die zugewiesenen Wissenschaftler erfüllen müssen. Das Überschreiten einer speziellen Fähigkeitsvoraussetzung verringert die Zeit und Kosten der Aufgabe. Aha. Das ist auf jeden Fall auch neu. Dann machen wir mal ein bisschen Learning by Doing. Rekrutiere im Kontrollzentrum neue Wissenschaftler. Was ist jetzt das Kontrollzentrum? Das hier. Wissenschaftler ansehen. Aha, okay. Das haben wir hier. Shania Yoshi, Angela Cooper und Ruth Alvarado. Die ist sehr billig und die anderen kosten echt viel. Warum ist die jetzt so billig?
Ach, weil die reduziert das Gehalt um 50% hat. Aha. Okay, die kann nur Logistik, das finde ich schon mal uncool. Das Maximum ist auch jeweils anders für alle. Okay. Verringert die Aufgabendauer um 20%, wenn mindestens ein weiterer Wissenschaftler zugewiesen ist. Ist bestimmt auch nicht schlecht. Ich glaube, ich finde aber für den Anfang erstmal weniger Geld zahlen müssen ganz geil. Ja, ich... Vor allem, die kriegt 8.150 Dollar die Minute. Ja, na klar. Dies ist unsere erste Gelegenheit für einen Lebendfang. Das müssen wir sehen. Weise dem Wissenschaftler, den du gerade eingestellt hast, diese Aufgabe zu. Also zuerst... Bist du da? Du bist noch stumm geschaltet. Entschuldigung. Ja, gute Idee. Was haben wir zu verlieren? Naja, außer einem neuen Rekruten. Also erstmal sind 8.150 Dollar die Minute ein mega geiles Gehalt. Das will ich auch haben. Und außerdem hatten wir schon Lebendfänge. Wir haben die hier selber gemacht. Okay, hier kann ich die entlassen. Wie weise ich die jetzt zu? Datenbank will ich gar nicht. Vorfallalarm. Ein Saurier bei Las Vegas ist gefährlich nah an Menschen herangekommen und unsere Agenten wurden gewarnt. Es wurden zwei Verletzte gemeldet. Wir müssen ein Lebendfangteam losschicken, um die Gefahr einzudämmen. Ja, machen wir doch gleich. Ah, okay. Und das ist jetzt wie die Ausgrabungskarte von früher, nur jetzt mit Lebendfängen, oder wie? Vier Stegosaurus in der Nähe von Las Vegas gesichtet. Wow. Gut, Frau Alvarado, machen Sie sich an die Arbeit. Bevor die Fernfangteams zurückkehren, sollten wir Gehege für die Saurier vorbereitet haben. Ja, guter Plan. Willkommen zu Hause. Ah, das mache ich mal hier gegenüber hin. Zaun. Mach die mal gegenüber von den Triceratopsis. Nein, kann ich. Kann nur Abrissmodus machen, nicht zurück. Ich möchte diesen Zaun bitte gerade bauen. So. Dann hier. Ja, kein Strom ist in Ordnung. Und dann hier ran. Liest das jetzt ab? Ja, das sieht immer so aus. Okay. Jetzt, wir brauchen noch eine Tür. Machen wir mal hier gegenüber. Okay, das ging echt schnell. Sehr gut. Saurier transportieren. Gib mir 2 Minuten. Ja, gib mir mal gerade 2 Minuten. Ich muss hier erstmal bauen. Brauche hier noch ein bisschen Strom. Reicht das, wenn der so ein ganz kleines Nupsilein von Strom kriegt? Sag mal, ja, das reicht sehr gut. Gut, wir müssen ja hier erstmal ein vernünftiges Gehege bauen, bevor wir die hier reinlassen können. Kann auch sein, dass ich es gerade jetzt ein bisschen klein gebaut habe. So, machen wir hier mal so einen nierenförmigen Teich. Oder so ähnlich. Ich kann es ja hier nach hinten noch ein bisschen größer machen, wenn es ihnen zu eng ist. Dann können wir wieder ein paar Steine reinpacken. Da ein bisschen, hier ein bisschen. Ich mag immer ganz gern so Ansammlungen von Steinen. Ich finde, das sieht eigentlich ganz dekorativ aus meistens. So. Können wir jetzt hier sagen, dass sie die liefern sollen? Nee.
Okay, die kommen einfach automatisch jetzt in 30 Sekunden da an. Ach, und wir haben hier auch schon die ersten Besucher. Ach, guck mal. Oder Ranger. Wie hießen die? Irgendwie Aktionäre oder was? Nee. Sind ja keine richtigen Besucher. Aber die gehen sich trotzdem die Dinos angucken. Jetzt sieht man auch echt mal, was das für riesige Zäune eigentlich sind. Krasser Scheiß. Okay, das ist nochmal echt eine ganz andere Perspektive. Das sah irgendwie weniger... Ah, Saurier transportieren. Einmal hierhin bitte. 2, 3, 4. Ah, da sind sie schon. Das ging aber flott. Wie die wieder schwabbeln. Oh Gott, die brechen sich ja den Rücken. Was macht denn hier mit den armen Stegos? Gottes Willen. Passt doch mal mit. Auf hier. Die armen Tiere, ey. Transport abgeschlossen. Was geht denn hier ab bei euch? Produktzustellung bestätigt. Ach, die wollen hier vorbei und die kommen an den anderen Helis nicht vorbei. Ach ja, ihr braucht auch noch eine Ranger-Station. Wo waren die wieder? Hier. Zustellung wurde abgeschlossen. Okay, mal hier hin. Dann... Wo ist mein Ranger-Team? Da. Ich füge euch mal hier noch hinzu. So. Ihr seid ganz schön laut. Aber hey. The Song of My People. Meine Stego-Kollegen. Okay, wer beobachtet wen? Ich verstehe nicht, Owen. Na, die Saurier beobachten doch sonst immer uns. Also, sollten wir nicht sie beobachten? Ja, sollten wir. Sobald die Saurier, hey, seid nett zueinander, untergebracht sind, sollten wir Beobachtungsgalerien errichten. Das meinte ich. Aber du hast es gesagt. Oh, es gibt jetzt auch wirklich viel mehr so soziale Animationen zwischen den Dinosauriern. Das finde ich auch toll. Es ist immer süß. Warum passt das hier nicht hin? Gebäudebeschränkung. Warum ist das eine Gebäudebeschränkung? Hä? Irgendwie passt das nicht an den Zaun. Winkelsnap umschalten? Nee. Hör halt mal auf, an den Zaun zu snappen hier. Nein, aus. Pfui. Mach mal es halt so, wenn du dich nicht genau an den Zaun packen lassen willst. Sei halt anstrengend. Es hat schon wieder keinen Strom. Bauen wir uns hier halt noch so einen Generator hin. Meine Parks sind normalerweise jetzt auch nicht die allerwunderschönsten auf der Welt. Ich baue meistens eher ein bisschen effizient, ein bisschen rechteckig. Ich stecke da jetzt oft nicht ganz so viel Zeit rein wie manche andere, die hier dann so mega die Gehege bauen und alles mögliche, aber macht ja jeder wie er mag, ne? Jo, Notfallgeneratoren müssen wir auffüllen. Bla bla bla, ja, das wissen wir. Auffüllen. Okay, wir können einfach ein bisschen Treibstoff oder ganz viel Treibstoff. Machen wir so ein bisschen. Muss ja ein bisschen Geld sparen. Zumindest rede ich mir das ein. Ganz schöne Krawallbrüder hier. So, an was fehlt's euch? An Essen natürlich. Also gemahlener Faser irgendwas und gemahlene Frucht. Gemahlenes Blatt, gemahlener Faserstoff.
Davon kriegt ihr auf jeden Fall schon mal, was ihr braucht. Ein bisschen und... ja, eigentlich nur davon irgendwie, ne? Ja gut, lässt sich einrichten. Hier noch ein bisschen an die Ecke. Eine schöne Zufallsgeneration eigentlich. Das macht ganz hübsch. Macht's ganz gut. Fehlender gemahlener Faserstoff, aber ich dachte, das macht es auch. Macht's auch, aber nicht so viel. Okay. Dann kriegt er halt doch davon hier noch ein bisschen was. So, malen wir hier so ein bisschen zwischen. Da noch mal ein bisschen größer machen. Hier noch in die Ecke. So, also wenn das jetzt nicht genug zu essen ist, weiß ich aber auch nicht. Fehlendes offenes Gelände. Jetzt ist wieder zu wenig Frucht. Ihr wisst auch nicht, was ihr wollt. Wenn ich das jetzt hier wegmache, gilt das dann als offenes Gelände? Nur mal so eine Frage. Tatsächlich. Okay. Okay, okay. Also nicht mit Essen bepflanztes Gelände zählt als offenes Gelände. Also da muss man dann trotzdem ein bisschen aufpassen. Dann machen wir hier gemahlene Früchte hin. Und da dann gemahlenen Faserstoff in die Ecke. So. Passt euch immer noch nicht? Okay, ihr braucht immer noch ein bisschen mehr von beidem. Oh, ein bisschen mehr Faserstoff hier in die Ecke. Und ein bisschen mehr Frucht hier in die Ecke. Und jetzt ist wahrscheinlich wieder zu wenig offene Fläche, ne? Genau, na, dann kriegt er halt ein bisschen größeres Gehege. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Oder auch nicht. Oder vielleicht doch. Ugh. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn es so in der Nase kitzelt und ihr denkt, gleich muss ich niesen, jede Sekunde, und aber irgendwie kommt nichts? Das habe ich gerade. Warum ist hier Dinosaurierbedrohung? Weil der Zaun noch nicht ganz fertig gebaut ist. Oh. So, jetzt ist der Zaun aber fertig. Jetzt seid ihr doch keine Bedrohung mehr, oder? Ist doch zu. Der da hinten ist auch noch bedrohlich. Ja, machen wir hier noch ein bisschen davon und da noch ein bisschen hiervon. Geht's jetzt besser? Ja, jetzt sieht's ganz gut aus. Ja, offenes Gelände ist gerade so an der Kante, aber warum seid ihr eine... Ach nee, jetzt seid ihr keine Gefahr mehr, gut. Wo habt ihr euer Territorium? Wie sehe ich das nochmal? Irgendwo war das doch. An das gesamte Personal. Wetterwarnung? Oh. Owen, wir haben ein Problem. Ich gebe mir Mühe, Claire. Aber so bin ich nun mal. Nicht du. Ach so, die Saurier. Erzähl mir etwas Neues. Okay, wie wäre es damit? Ein riesiger Sandsturm bewegt sich auf uns zu und könnte die Einrichtung auslöschen. Ohne Strom wäre die Sicherheit der Saurier ernsthaft gefährdet. Okay, hör mir zu, Claire. Wir schaffen das. Habe ich dich jemals im Stich gelassen? Eigentlich nein. Und das wird auch so bleiben. Wir werden alles tun, was wir können. Wir haben Schlimmeres überstanden. Was ist schon ein bisschen Sand? Die Sandsturm? Zäune mit niedriger Sicherheitsbewertung können nicht viel gegen randalierende Saurier ausrichten. Das heißt, wenn es stürmisch wird, finden die das uncool. Da habe ich noch einen Schutzraum. Machen wir mal auf. Ja, die Stegos sind noch ganz gechillt.
Sehen eigentlich alle noch ganz gut drauf aus. Ich muss schon sagen, dass mich unsere aktuelle Lage sehr beunruhigt. So gern ich auch helfen würde, ich bin ein wenig eingespannt. Also, wer wird die Saurier beschützen? Und ja. Unser Personal? Ja, natürlich. Das versteht sich von selbst. Ich erwähne es trotzdem. Es wäre einfach nur eine Tragödie, diese Tiere wieder zu verlieren. Und mit Tragödie meine ich einen großen finanziellen Verlust. Und natürlich eine Blamage für die Verantwortlichen. Menschen wie Sie? Nun, eigentlich genau ich. Wie vermeiden wir das also? Schritt 1, die Nachzügler einsammeln und alle Saurier wieder in ihre Gehege bringen. Dann können wir an unserer Sicherheitsbewertung arbeiten. Alles klar? Ja, den Plan kann ich befürworten und später die Lorbeeren dafür ernten. Okay, für solche Situationen ist halt das, dass man die Zeit stoppen kann, mega gut. Weil, dann kann man halt schnell hier Zaun reparieren. Du sollst keinen Statuscheck machen, du sollst Zaun reparieren. Hallo. Reparieren Sie den Zaun. Warum reparierst du nichts? Liegt der im Weg? Ja, Schutzräume öffnen bei Gefährdung, um einen Rückgang deiner Sicherheitsbewertung zu vermeiden. Jawohl. Toll, bewütende Saurier schnell mit dem Zielmodus. Ja, transportiere Saurier zurück in der Gehege, bevor sie aufwachen. Tobende Saurier können Teile deines Gehegezauns beschädigen oder zerstören. Das haben wir gesehen. Der hat ihn ja mit einem Schlag komplett platt gemacht. Wähle mit R eine Unterstützungsanlage aus und nutze ein Ranger-Team, um manuell Reparaturen zu beginnen oder weise ihnen Reparaturaufträge zu. Ich versuch's ja. Ich versuche es ja. Könnt ihr hier mal reparieren? Könnt ihr den nicht reparieren, weil da der Saurier liegt? Warum reparieren die nicht? Moment. Erstmal Schutzraum wieder schließen. Dann transportiert ihr mir mal den nach hier hinten. Und könnt ihr dann mal reparieren oder so? Was habt ihr für ein Problem? Ich verstehe das Problem dieser Ranger nicht. Wo fahrt ihr hin? Bleibt da! Der Zaun ist kaputt. Okay, die können durch die Bäume durchfahren. Okay, jetzt geht's, okay. War auch nicht anstrengend oder so. So, bei euch ist alles okay. Transportiere Produkt. Und bei den Triceratopsen ist auch alles okay, gut. Ist nur der Barry, der keinen Sturm mag irgendwie. Oh. Glückliche Stegos. Was habt ihr für ein Problem? Unterstützungsanlage braucht Treibstoff. Für euch muss ich extra Treibstoff auffüllen. Das sei halt anstrengend. Und Nahrung, okay. Again what learned. Ja, gut. So, du bist wieder zu Hause, dir geht's wieder gut. Sehr schön. Gleich mal ein Happen Essen auf die Aufregung, ne? Mission abgeschlossen, Arizona. Hui. Heißt das, das Tutorial ist jetzt vorbei, quasi? Arizona war sicher. Die Saurier waren sicher. Finch und die Naturschutzbehörde hatten alles, um die Bürokraten fernzuhalten. Für den Moment. Aber die Zukunft war etwas ganz anderes.
Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um dich einzuweisen, aber wie du weißt, ist die Situation im Fluss. Unsere kanadischen Freunde sind besorgt, dass einige der Tiere die Grenze überqueren könnten. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Wir, das ist die CIA. Meine Sektion ist die AGA, die Abteilung für gefährliche Arten. Ich bin Dr. Dua. Ich verfüge über umfangreiches Wissen in Paläoforschung auf genau diesem Gebiet, bei Jurassic World und an anderen Orten, über die ich leider nicht sprechen darf. Aber ich kenne sehr viele von den Leuten, die hier arbeiten. Ein wilderer Lager. Oder was davon übrig ist. Amateure. Sie haben es nur geschafft, dass sie selbst und andere umgebracht wurden. Und unsere Arbeit noch viel schwieriger gemacht. Okay, sind wir plötzlich in Kanada. Die Saurier sind immer noch unruhig, Dr. Dua. Sie zu betäuben scheint zu diesem Zeitpunkt die beste Option zu sein. Okay, so schnell und so sicher wie möglich. Okay. Kommen die Dinos eigentlich in der Kälte überhaupt klar? Weiß gar nicht, gab es damals Schnee, als es die Dinos gab? Ich weiß gar nicht. Und hier switcht doch nicht einfach hier die ganze Landkarte mittendrin ohne Vorwarnung. So, das gibt mir wenigstens einen Tooltip für sowas. ich werde jetzt nämlich fies sein. Ja, ich bin fies, ich mache hier einen Cliffhanger. Wenn man es denn so nennen kann. Ich mache nämlich hier die Folge zu Ende. Und dann gucken wir uns hier Kanada in der nächsten Folge an. Weil sonst finde ich das irgendwie komisch, wenn wir jetzt erst ein paar Minuten anfangen und dann nächste Folge weitermachen. Dann mache ich lieber hier einen Cut. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder, wenn wir in Kanada im tiefsten Schnee anscheinend einen Carnotaurus betäuben dürfen. Dann wieder vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder und da wird es ganz, ganz kalt. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.